Weg Rasenmäher reparieren. Hey, herzlich willkommen am Helm. Nee, beim Landwirtschaftsmüller. Wieder mit mir, dem Maike Gruber. Was? Nee, jetzt bin ich der Oh mein Gott. DH. Nee, nee, nee. Ja, wir sind hier noch gerade ein bisschen beim Mistscheuen. Weil, ja. So ein Mist. Genau. Weil wir es wollen, du musst scheuen. So. Was ist denn mit Facebook nicht mehr normal? Ich krieg heute schon jetzt bestimmt Facebook, glaube ich. Weiß nicht, Facebook kann ich vielleicht nicht mehr leiden. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich guck gar nicht mehr auf Facebook, also überhaupt nicht. Ich bin immer froh, wenn ich mal so eine Geburtstagsbenachrichtigung kriege. Das ist schon in Ordnung, So. weißt. Aber wie gesagt, schön, dass die Leute alle schon wieder eingeschaltet haben. Ja. Aber es ist 15 Uhr. Ich Ja. brauche was zum Kaffee. Okay. Das, aber wieso? Kaffee. Jetzt sind wir voll stopf mit irgendwelchen Süßkram. So, was machen wir denn nun? Ja, wie geht's denn weiter? Wir werden dann ein Stückchen Teig überhüpfen. Und das erste Mal Rasen mähen, weil wir nämlich zusätzlich auch die BGA-Käufe hier oben haben, ihr seht. Und unsere 5 Millionen ist mehr viel übrig. Und dann werden wir mit Gras das erste Mal Silage herstellen in der BGA. Um dies zu befüllen und wieder Geld zu machen. So. Nein, ich werde keine Süßigkeit nämlich reinstopfen. Das hat doch niemand behauptet. Ich habe meine Kopfhörer auf. Was hat das damit zu tun? Scheiße, scheiße gelogen, ne? Was hat das damit zu tun? Ich hab dich gehört. Ob du nur so nicht, das will ich. Ja, also. Nein, ein ganz gesundes Salätchen. Ein Salätchen. Ah! Genau, nicht ein Dreimal. Salat, sondern ein Salätchen. Dreimal gelogen im Einsatz. Ein Brötchen und ein Frage ich doch. Knacker. Das ist ein Was Knackersalat. Besseres gibt's ja gar nicht. Ein Knackerbrötchensalat. Eine Burger Bowl. Ein Knackerbrötchensalat, verdammt geiler Scheiß. Sag es doch. Der bringt sich selber mal auf die dümmsten Ideen. Ja, wa? Oh nein. Wenn man Teigwaren dazu haben will, da könnte man auch einen Knacker-Schupfnudelsalat machen. Und den anbraten. Genau. Ja. Ja. Aber ich habe weder Knacker noch Schupfnudeln. Aber wieso stopfst du gerade den Knacker nicht hinein? Ist die letzte. Ah, natürlich ist die Hütze. Und mit einer Pfefferbeißer lässt sich schon das Schopfnudel machen. Also. Das stimmt. Ja, Ein bisschen arschlich. die Pfefferbeißer und 4 oder 5 Stück Schupfnudeln, du kannst zumindest ein kleines Fändchen.
Aber das lohnt sich ja nicht. Ja. Ey, er fängt mir ja an zu kochen. Sehr böse. Eben. So. So, ich werde heute Abend mal ganz klassisch einen Dosen-Eintopf öffnen. Aha. Aber mir ist das nicht. Schlafen. Ja. Ist halt so. Nee, bei mir gab es heute zum Mittag, da unsere Kantine ja mittlerweile recht gut ist wieder. Hab ich gehört. Gab es bei mir heute ein Käsegulasch? Mit Brötchen. Das war recht lecker. Ja, oh, ich hab um 10 gefrühstückt. Ja, das dachte ich mir schon. Nee, also der Käsegulasch war ganz gut heute. Und am Freitag zum Beispiel war richtig lecker, gab es richtig frischen Gulasch mit Knödeln. Der hat auch sehr lecker geschmeckt, aber echt gut. Also über unsere neue Kantine hier, da kannst du wirklich nicht meckern. Das ist ein Unternehmen aus Dresden, nennt sich Sodexo. Ja. Und ist alles Schule, Sodexo ist Schule. Ja. Und da kannst du wirklich nicht meckern, vor allen Dingen von den Preisen. Die Preise könnten sie zwar nicht ganz halten, aber das Unternehmen zahlt, glaube ich, 20% zu. Da musste ich schon mal auch unsere Firma wieder lassen. Die zahlen jetzt zu bei der Essensversorgung, dafür ist sie aber gut und trotzdem noch halbwegs günstig. Da kannst du schon. Also Dexo macht alles Schule im Umkreis. Ja, ist schon gut. Und ich meine jetzt hier 4,90 Euro bzw. 5,50 Euro für den Mittagessen, das geht. Wir bezahlen hier bei Wenz im Spanischen Hof. Bestellen wir auf Arbeit manchmal. Ja, wenn ich so eine Portion Nudel. Wenz ist nicht Spanischer Hof, Bistro Wenz meinst du? Ja, genau. Das hat mit Spanischer Hof nichts zu tun. Ja, aber es ist ja dort. Nee, das ist ja nicht dort. Das ist bei Japs, Fahrrad Japs gegenüber. Ja, dann halt dort. Und so eine Portion Nudeln, das wirst bist du Pappe satt, wenn du so eine Portion Nudeln gefordert hast? Nee. 5,60. Bei Wendt, wow, bei Bistro Wendt gibt es auch geile Burger. Ja, habe ich schon erkennt, probiert schon. Kannst du probieren. Ich meine, also, was da echt zu empfehlen ist, wir haben einen Hähnchenburger. So mit ja. Hähnchenfleisch. Der ist aber Arbeitskollege haben sie mal gegessen. Der ist richtig lecker. Das sind nur riesen Dinger, ne? Also. Ja, die sind schon ordentlich. Muss ich aber wohl sagen, hier Amigo Pizza, die machen auch geile Burger. Ja, die Pizza ist ganz nicht so wirklich, aber. Nee, die Pizza sind nicht meine. Wir haben mal eine große Pizza bestellt. Ich hatte jetzt so letztes Mal hier diese so eine Calzone. Also was dort nicht schmeckt bei Amigo, ist halt Dönerfleisch. Ist gar nicht meins. Das schmeckt irgendwie komisch. Ich hatte hier eine Calzone mit. Eine Calzone mit Dönerfleisch. Ja, und du frisst doch alles. Ich wollte es da mal bloß mal probieren. Aber nee, also ist echt nicht meins. Eine Calzone mit Pizzafleisch. Nee, mit Dönerfleisch. Na klar. Darf es eventuell noch in dem Pony sein? Ein kleines gestopftes? Kommt doch an, wie es gestopft ist. Und damit Bulettchen. Kleine Fleischbulettchen. Ja, ich meine, gegen so ein kleines Pferderouladchen habe ich ja nichts. Das schmeckt ja lecker. Oh, mal wieder so eine richtig schöne. Oh. Wie Oma die immer macht. Oh. Oh. Da kannst du dich reinlegen. Da. Kontakte. Oma. Hier ist Oma. Oma. Hallo, Leute. Hallo, Oma. Nee, also das war richtig lecker, wie du gemacht hast. Ich bin dein absoluter Lieblingsenkel. Das stimmt. Obwohl, Oma hat eigentlich keinen Lieblingsenkel.
Der Opa hat einen Lieblingsenkel. Ja. Das stimmt allerdings. Das liegt aber bloß daran, dass ich im Holz zustecke. Ja, eben. Und der Einzige bin, mit dem er sich vernünftig unterhalten kann. Das stimmt auch noch. So, wir haben jetzt überall Mist draufgeschmissen. Das ist erstmal soweit in Ordnung. Oh, oh, Hatschi. Aber ich klatter, knack auf Schlupf. Oh. Oh, im Ganzen. Ja, das Gesetz der Wildnis. Das Gesetz der Wildnis. Wer als erstes den Knack erwischt, gewinnt. Genau, der darf auch essen. Aber hier und wieder sollte man auch mal so ein Töpfchen Milchreis oder Grießball essen. Es geht nämlich ein viel angenehmer, das ist nämlich bedeutend besser, da muss man nicht kauen, da kann man einfach nur schlucken. That's what she said. Zeit. Da muss ich nicht kauen, ich spare Zeit. Alles klar. Soll ich mir vielleicht auch noch so ein kleines Rollerchen schnappen, aber wir haben ja gesehen. Ja, eigentlich auch, haben wir gesehen groß. Ja, das könnte man das eigentlich machen. Aber könntest du es sein lassen und spulen? Theoretisch. Aber wir wollten ja eigentlich eine Grasfolge machen und keine Rollerfolge. Da hat er eigentlich recht. So, tun wir wieder die ganze Folge rollern oder das war's? Ja. Dann wartest du kurz, bis der hier seine zweite Bahn fertig gemacht hat, dass ich den vom Feld holen kann und dann können wir schlafen. Genau. Dann tue ich erstmal das Gewicht hier abstellen. Das ist der Mutter heute so gegen um 11 Uhr eingefallen. Ich habe ja noch einen großen Sohn. Er hat mich mal um 11 Uhr gefragt, ob ich denn arbeiten bin. Aha. Da habe ich ja ein Foto von meinem Frühstückstisch gesetzt, geschickt. Und hat gesagt, ja, okay. Ist klar. Um 11 Uhr immer noch beim Frühstücken war's? Ich bin. Es tut mir leid, ich habe mal ein bisschen länger geschlafen. Ich sag schon, oh, alles gut. Oh, ich bin vom Feld. Super. So, hier hinten fährt auch nicht mehr. Oh Gott, das ist alles von den Feldern. So, dann stelle ich den mal da. Wollen wir ein Palettchen Mittel kaufen? Palettchen Mittel? Ein Palettchen an Silagemitteln. So, ja, cool. Da müsste man ja hier wieder. Fährst du mit dem Pen? Genau, ich hänge jetzt das Teil dran und. Ja, klar, Sänger. Okay. Ein paar müssten da vorne stehen. Wo vorne an der Halde? Du kannst mal am Shop gucken, da müsste eventuell noch irgendwo eine ganz kleine Palette rumstehen. Ein paar Rester. Wo ist denn eigentlich mein Fendgewicht? Das steht auch beim Shop, würde ich sagen. Weil es dann schon ordentlich Gewicht, was jetzt dran hängt, weißt du? Was Feld schießt, nur Gewicht hier vorwärmen. Mhm. Oh, das mache ich sauber. Sieht auch voll Teufel. Genau, erstmal wieder die Räder schön runterkehren. Ach, hallo, die Klappe. Deine Räder, du kannst mir mal am Helm rutschen. Ui, schmutzig, boy. Naja, hallo? Die Traktorfahrer sind da genauso.
So schnell kannst du gar nicht gucken. Stell dir mal vor, du nimmst deine schönen Arbeitsschuhe und sagst dir jetzt einfach, so, steige ich mal bei dem LKW-Fahrer ins Fahrzeug. Da kannst du gar nicht gucken, hast du deine Zähne in der Hand, du bist auf dem Weg zum Zahnarzt. Das ist allerdings richtig. Ja, oder? Gut, voll. Kannst du ja zur BGA stellen, rein theoretisch. Da stehen die ja eigentlich gut. Auch nicht. Genau, ich stelle sie hier drüben mit in die Halle. Alles klar, Kumpel. Wir werden dann demnächst irgendwann sowieso die Feststofflagerhalle entfernen. Die beiden Feststofflagerhallen kannst du rausschmeißen, oder? Die, wo man so Fahrzeuge drin stellen, da kannst du lieber eine große, schöne Fahrzeughalle hinstellen. Ja, zum Beispiel. So, Thomas Spur, ich will mal nach vorne gucken. Mensch, ich komme hier immer auf die falsche Taste. So. Fett gefingert wirst. Fett gefingert. Gefettfingert, das ist egal. So, gibt es irgendwas im Shop? Große Spritze. So, unser Bandhammer Schweine, denen geht's gut. Ich skitter. Ja, warum nicht? So, den Schweinchen geht's gut, die haben genug Futter, den Hühnern geht's gut, die haben genug Futter, den Holstein-Kühen geht's gut, die haben genug Futter. Aber Milch müssen wir mal wieder wegfahren. Ja, können wir dann auch machen. Aber eigentlich, wir hatten da einen großen gekauft, oder ist der wieder weg? Ja, der steht am Milch-Dings. Achso, der steht am Milch. Da können wir da einfach mal volltanken. Ja, aber da muss wahrscheinlich ein Auto dran hängen müssen. Ja, ich geh mal. Wir wollten jetzt spulen, scheiß drauf! Ja. Mann, ab geht's! Ja! Bleib ruhig am Spuler stehen. Ich tu bloß ein bisschen LKW anhängen und die Milch rauspumpen, ein paar Liter. Nicht, dass es voll läuft. Mhm. Nimm dafür den alten. Jo. Ja, 57.000 Liter Milch drin. Wird eng. Muss man nur so aussehen. Oh, es sind nur noch 16.000 so drin. Noch mal länger. Mhm. Gut, ganz. Dann müssen wir mal gucken, ob schon irgendwie ein bisschen Gras grasreif ist. Gras. Gras. Gras geil. So, mal sehen, vielleicht kriegst du jetzt ein Geräusch, ich weiß es nicht. Nö, eigentlich nicht. Boah, Cross Guy. Was für ein Geräusch. Naja, bitte, hat's gemacht. Mhm. Ich muss auch mein Handy am PC stecken, ne, mal. Ja, ist ja gut. Alles schick. Aha. So. Hier ist die zweite Grasfeld. Das ist zwar erntereif, aber es kann noch eine Stufe vertragen. Mit die 31. Kannst du mal hochgucken auf den neuen Tonsch? Ja, ich muss erst mal rauskommen. Ach. Ich bin nicht mehr den Zaun umgebaut. Im Silo hängen geblieben, ja.
Ja. Erntereif ist aber noch ganz klein. Ja, auch wenn das Ich schätze 17.000. am Silo hier durch ist. Wie geschätzt 17.000? Siebzehn Tonnen Hektar. So, ja, erwarteter Betrag 23,9 Tonnen pro Hektar. Ja, wir müssen trotzdem noch ein bisschen rum. So. Also das 29 sieht genauso aus wie das hier. Ich habe gedacht, das Ja, Gras sieht größer aus. nee, das ist ja auch noch nicht ganz groß hier. Wenn das ungefähr so groß ist wie das an der Seite, Naja, ist dann spule gut. ich Also jetzt auch. Ich stehe hier an. eine Stufe ruhig noch spulen lassen. So ist das. So. Ich schlafe draußen auf Feld. Da. Jetzt wieder schön Spinnenöhrchen krabbeln. Hab Stöpsel drin. Achso. In den Spinnen. Ja. Jo. Jo, jo. Jo, jo, jo. Gut. Dann kann ich Jo, hier ho, ho, erstmal. ne Bulle von oben. Kann ich hier erstmal kurz hier die Palette wegnehmen? Der Eier! Die müssen wir auch mal zum Dezember wieder verticken. Die Eier! So, ich bin jetzt Oh, reingesprungen, verkehrte Grüne. nee, ich habe reingesprungen und setze jetzt verstellt so. So, danke. Ja, ich weiß, du bist schneller, du hast 63, Mimi. Na und, selber? Warte, das ist schon wieder von der Aktion. Würde sich aber nur lohnen, wenn er ohne Felgen hätte. So, dass ich total lohne, wenn ich vorgefahren würde. Das hat eine Stunde zu. Kannst ja wohl, wenn du möchtest. Wieso? Es bringt mir nichts. Das stimmt. Ich muss ja sowieso erstmal in zwei Bahnen mähen, bevor ich den da erfahre. Ich nehme mich fix noch die beiden Paletten noch. Siliermittel, zerbringe Arschhaufen. Dann ich hebe ich jedes Mal, wenn ich abgekippt habe, ein Schlückchen nachtanken. Papa.
Genau, ein bisschen sauber. Was hat er gesagt? Er hat das rumgeschludere. Ausmachen, dann eine Kurve vorne wieder einschalten. Genau. Ich immer was Feld kauen wie ein Wahnsinniger. Weißt du, verstanden? Alles klar. Sollte das einsammeln ordentlich? Muss ich ein bisschen Mühe geben? Muss die Mühe geben, das Zeug verteilt sich über ganz Platz. Ja, warte mal, ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast. Wieder Papa. Aha. Wie du das sagst. Ein Finger hackt ganz schön. Nachdem ich mich schwer verletzt habe, schnie. So, was war ich? Achso. Was mache ich eigentlich? Naja, Was weil mache ich eigentlich hier? ich hab dich jetzt gar nicht fahren sehen und. Aber das ist eigentlich eine gute Frage, was fragst du dich selber? Was mache ich eigentlich nur hier? Ach, egal, Hauptsache der Chef hört's rascheln. Das stimmt. Das hilft schon viel. Was sieht man sonst noch so? Achso, was soll ich noch machen? Zwischendurch Futter mischen. Lütte mischen. Weiß nicht, Milch verkaufen. Das auch. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Weil müssen wir nicht verkaufen, wenn wir sie verkaufen, weil wir haben nicht Ewigkeiten Platz für das Zeug. Ja, verkommen wir es halt einfach, das ist ja nicht so gut. Genau deswegen. Boah, ich will es mal ein. Stab ich in der Waffe, ne?
Ja, noch welche hier. Das. Jetzt wissen wir, was das war. Ja. Das war mein Partywecker. Ein Partywecker. Was? Dass du vom Mittagsschlaf rechtzeitig aufstehst, um zur Party zu gehen. Ich hab das schon verstanden. Am Samstag, ja. Das war mein Partywecker. 15:30 Uhr. Noch duschen gehen, fertig machen, dass man 16:30 Uhr fertig ist. Wenn man die abholt. Vorher noch ein schönes Mittagsschläfchen machen, dass man auch. Genau, da habe ich um 11 Uhr den Wecker angeschalten. Party machen kann, ja, ja. Genau. Disco ist so, dann noch krank. Ja, ich dachte schon. Disco, Disco, auf da, krank, krank, ja. Disco, 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 Ich hab Muschi checkerle. Was hat er gesagt? Zuhören. Ich hab mal wieder alle alten möglichen Filme ausgekramt heute. Nicht die Pille, mein die Busch. Die Busch. Schön, wie kissen. Groß und weich. Lass mich reinkuscheln in die Busch. Wie kissen bei Bang Boom. Hallo Kinder. Hier bei uns im seriösen Farming-Let's Play. Seriös, seriös am Arsch, das kannst du dir erzählen. Seriös. Doch, doch, das sieht ganz lachen, seriös aus. Da lachen selbst die Kinder. Ja. Apropos, ich hatte ja. Ja. Du hast ja diese Chips im Moment gerade. Oh, ein bisschen Kompensation. Das Abenteuer-Event, wo du die Abenteuermarke sammeln kannst. Wo da die, du. Für die Leipzig gibt. Scarlet Thunder und die Leipzig gibt, ne? Genau, du kriegst ja 40 Punkte. Kannst du dir verdienen. Und ja. 150 bräuchtest du für die Leipzig. Ja. Dann müsstest du ja noch mal 3 Pakete kaufen für 9 Euro knapp. Ja. Habe ich gesagt, mache ich nicht. Weil das lohnt sich einfach nicht, für ein Stufe 6 Schiff da noch mal 18 Euro auszugeben. Mhm. Und dadurch habe ich für die Marken einfach mal diese 10 Abenteuerkisten geöffnet, oder 20, was ist das? Ja, 20, die habe ich auch gemacht, ja. Ja, ich habe die Tiger 59 rausgerichtet, der Britte Kreuzer. Okay. Hat sich schon mal gelohnt. 30 Euro gespart. Ja, ich habe auch gehofft, dass ich was rauskriege, aber nicht. Ich wollte ja gerne die, wie heißt sie? Die Sieber, die. Fidschi, nee, nicht Fidschi, Dido, Dido. Dido, ja. Dido hätte ich gerne gehabt, aber nicht so. Nicht so. Ist das einzige, was du noch ziehen kannst, weißt du? Also, ja. Also wirst du schon demnächst wahrscheinlich mal eine Dido kriegen. Nee, also wie gesagt, du hast ja bloß die 20 Container mehr, kannst du ja nicht ziehen. Na, ich weiß.
Dann hatte ich jetzt noch 20 von den Festivals morgen übrig. Und habe einfach mal die 20 Stück auf die Tarnung gesetzt. Wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, habe ich noch 20. Weiß man nicht, wohin mit dem Zeug. So, Aktion ist auch vorbei. Was für eine Aktion? Auktion. Auktion. Wurde jetzt ausgewertet. Und wahrscheinlich morgen früh oder sowas. Also heute nix, Diablo. Nö. Können wir lieber ein Schiffchen spielen oder so. Oder einfach eine Pause machen, weil morgen ist auch schon wieder Vorfahren da. Ja, morgen muss man aber nicht aufnehmen. Nö, deswegen wollte ich das heute gerne weg haben. Ne, ist schon richtig, alles gut. Da haben wir nämlich Farming fertig und Sniper fertig. In die Woche. Das ist schon viel wert. Ich habe Cooper gestern noch erklärt, dass du hast ihm ja gleich Sniper geschickt. Ich habe ihm kleiner erklärt, dass wir nicht gestreamt haben oder ich nicht gestreamt habe. Wegen Erkältung und er sagt ja, alles klar. Verständlich. Wir müssen eventuell noch mal reingucken. Also? Wegen den der Symbolik drin, ob das alles in Ordnung ist. Ich weiß es nicht. Also ich habe heute mal nachgeguckt, nachgelesen. Offiziell ist alles okay. Aber du weißt ja nicht, wie das jetzt mit YouTube ist oder so. Hast du mal ein Sniper-Elite-Video angeguckt? Nein, eben nicht. Dann mal jetzt reingucken. Ob es gepixelt ist oder ob es irgendwas, ob man es jetzt einfach so sieht. Bis jetzt wäre mir nicht aufgefallen. Außerdem haben wir letzte Woche schon eins hochgeladen. Ja, schon. Ich habe da aber auch gar nicht auf geachtet. Und mehr als es sperren würden sie so nicht im Dorf. Ja, nee, wie gesagt, ich hab gar nicht drauf geachtet, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Nee. Ob da irgendwelche Symbolik vertreten war oder nicht. Auf jeden Fall ist es seit 2018 wieder in Spielen erlaubt. Habe ich mich heute belesen. Ja. Und zwar halt, geht es um Aufklärung und so weiter und so fort. Und Spiele, die da diese Symbolik haben, in sich tragen. Ja. Dürfen eine Prüfung beantragen. Und wenn es nicht zu in die eine Richtung sticht? Und wenn es nicht irgendwie als Propaganda oder sowas gilt, sondern wenn es geschichtlich und thematisch einfach passt und dazu sein muss, ist es auch kein Problem, aber es kriegt eben nur eine Einstufung nicht jugendfrei. Ja. Das muss halt dann gegeben sein. Das muss dann halt auch auf einem Twitch-Kanal und was? Dass es sich an Erwachsene. Ja, das ist eingerichtet. Und das halt bei YouTube halt P18 ist. Also ich habe mir jetzt drei Videos angeguckt, durchgespult immer wieder, da tut keiner pixeln. Es gibt schon ein paar Leute, die zoomen manchmal sogar drauf. Aha. Ich habe ja extra möglichst vermieden, dort nicht unbedingt hinzugucken. Ja, ich glaube nicht, dass was passiert. Ihr dürft eigentlich nicht so. Jetzt müsste das Spiel ja eine Stream-Einstellung haben oder eine Aufnahme-Einstellung. Ja. Oder jetzt diese ganzen ich sag's jetzt mal, rechtsradikale Deko weg ist. Ja. Ist ja zumindest die Flaggen entfernt sind, wegen dem Waffenkammeradler oder was weiß ich, das ist interessiert glaube ich im Fuchs. Es geht ja eigentlich nur so um diese typisch verfassungsfeindliche Symbolik. Genau.
das große Kreuz und alles drum und dran, weißt du? Ja, aber ich meine, aus geschichtlichen Gründen und so weiter und so fort darf es ja weiter verwendet werden. Ja, klar. Es ist ja nicht nur eine radikale Symbolik, es ist ja auch Aufklärung, gehört ja auch dazu. Na klar, es ist Geschichte. Es ist nun mal unsere Geschichte, wir können es mal nicht unterdrücken. Richtig. Es gibt schon genug, die sich dann ja in Deutschen Genau. ist sowieso alles Nazis und naja. Das ist doch Schule, genau Das dasselbe. ist ja Schule ist das. genauso. Es gibt in hinten in Riesa Entschuldigung. eine, ich weiß nicht ganz genau, was es für eine Gruppe ist. Es ist aber einfach nur eine Hobbygruppe oder sowas. Ich weiß nicht, was sie machen. Kegeln, Bowlen oder irgend sowas. Irgendwie, irgendwas mit der Bruderschaft steht auf dem T-Shirt drauf für die. Weißt du? Und da Also. hat Eddie ein T-Shirt von gekriegt. Haben sie in der Schule rausgeschickt, durfte er in der Schule nicht anziehen. Ah ja, Eddie. Weil Bruderschaft drauf steht, scheinbar. Ist rechtsradikales T-Shirt. Haben sie Eddie als Nazi abgestempelt und Mutti angerufen. Du, also der hat genug Fred Perry und so ein Scheiß. Also wenn sie dann wegen so einer Bruderschaft ging, dann müssten sie den ganzen anderen Dreck irgendwo Ey, da kopieren. müssten sie so viel rausschmeißen, weißt du? Dann Das müssten sie ist. jeden Scheiß so verbieten, dann müssten sie das ganze Fred Perry verbieten, Steiner, Lonsdale. So viel, was damit in Verbindung gesetzt wird, das ist völliger Ja, Quatsch. klar. Vor allen Dingen, weil es auch wirklich Quatsch ist. Das sind einfach nur Klamottenmarken, nur weil die Leute das tragen, dafür können die das nicht. Nö. Es Das ist einfach alles so verhöhnt, tierisch. ja, also ja, Na klar, es ist nicht schön. wir sind Un-Nazis, weil wir wahrscheinlich Sabaton hören. Na klar, wir hören Sabaton, wir hören Geschichte. Richtig, das geht ja nicht. Hui Deivel. Und Deibel. Achso. Das ist ja. So, hätten wir den nochmal abgestellt hier. Was? Ihr habt euch in eurer Freizeit ein KZ angeguckt? Ihr Oh mein Nazis? Gott! The Big Bad Nazi, ja. Also als Spaß angeguckt, das geht doch nicht. Ja, Da dürfen nur Schulgruppen hin. wir waren ja auch an den Kriegsgräberstätten hier in der Umgebung. Ja, es ist Geschichte, es interessiert uns immer. Ich finde das Ja, unheimlich jo. interessant, gerade hier auch in Zeltheim, die Kriegsgräberstätte. Vor allen Dingen, das ist auch gut gestaltet und so weiter. Und du hast ja den Ja. älteren Herrn, der dort immer ist, den kannst du ja auch ausfragen und erzählt dir halt auch gerne was. Ich finde das richtig gut, oder? Ja, na klar, es ist Geschichte. Mich interessiert das tierisch. Vor Na allen klar, Dingen war es schlimm. auch gerade die Unterschiede, weil das waren ja mehrere Gefangenenlager, unter anderem eben auch Alliierte und Russisches. Und die Russen zum Beispiel waren ja nicht unter der Genfer Konvention. Also die konnten mit ihren Gefangenen machen, was sie wollen. Und das macht natürlich riesige Unterschiede. Und ich finde das unheimlich interessant, dass du wieder das so erklärt. Weil Na, das ist vor auf allen Dingen jeden Fall aus sehenswert. von einer Person, die weiß, von was sie redet. Ja, genau. Die das entweder. Boah. Oh, was war denn? Was ist der? Hallo? Hallo. Hey! Hallo! Ey, Serverli, hallo, Schnucki! Oh, Alter, was ist hier jetzt? Hallo! Na, holen wir uns mal langsam wieder, ja? Entschuldigung, ja, Hey, Schnucki, okay. ja, Entschuldigung, Farming Simulator ist natürlich ein richtig geiles Spiel, auch desto trotz. Ja, natürlich, auch wenn er mal rumspuckt. Ich bin vor allen Dingen in die falsche Richtung gefahren. Ich wollte ja eigentlich zum. Ja, ich kann gerade nicht gerade auf der Linie fahren. Ich springe hin und her. Zum. Käserei. Ist gut. Käsekucherei. Nein! Nicht schon wieder fressen. Käse. Oh, hätte sie wieder gefangen. Ja,
Das war immer so ein bisschen Schluck auf. So, da werde ich jetzt mal noch die Ladung Milch entmilchen. Ja, das sind komische Geräusche, aber es gibt ja mittlerweile Raben und sowas auf Feldern. Gab's schon immer. Ah, da. Schmiert der PC ab? Ja, das ist klar, der Feld ist nicht so gut isoliert, deswegen ist das so. Hatte dein Maul. Aber Spaß. Nein, ich mag Fendt. Schön, grün, rote Felgen. Du hast eine ganz schön passiv-aggressive Art, ey. Was? Ich? Ich? Dein Muffel. Ich hab die passiv-aggressive Haltung, weißt du? Wir waren in der Stadt unterwegs. Bei jedem Dach hat er gesagt, oh, ist das schön rot. Oh, ist das schön rot. Oh, das ist ja auch ein schönes Rot. No, das würde zum Fendt passen. Das würde zum Fendt passen. Ja, werde ich dann noch eine Melade Milch wegschaffen, ja? Und dann machen wir Feierabend. Das ist bei 47. Ja, das passt. Wie sieht es eigentlich bei dir dazu aus? Läuft. Das Feld ist klar, oder? Hast du den. Es sind schon 220.000 drin, nein, ich hab den noch nicht aufs andere Feld angesetzt. Würde ich sagen, hast du den Johnny hier umgesetzt? Ja? Weil wir das so, zeitlich ja, nein, schon so vorkam. Du willst ja nicht in den. Entschuldigung, ja, ich weiß, setz dich nicht in Johnny. Nein, ich hab das schon vorgeplant, weißt du? Also. Bisschen auf die Zeit geguckt, nehmen wir. Yes, ist okay. Ich habe gestern ja. auf Netflix ja. angefangen zu gucken. Ja. Diableros. Okay. Das ist so ein Typ, der jagt Dämonen. Ja, okay. In Mexiko oder was? Oder keine Ahnung was das ist. Mexico City hat er glaube ich gesagt. Mhm. Das sind aber nicht richtige Dämonen, das sind so Dämonen wie bei. Ach Gott, wo war's denn? Dämonen? Genau, hier so. So Rauchwolken, die in Leute reinschlüpfen. Also doch Dämonen. Ja, bei welchem Film war denn das oder Serie? Das ist ja eine sehr gute Frage. Wo sie auch als Rauchwolken unterwegs sind. Das ist auch eine sehr gute Frage. Oh Gott. Du weißt doch, was ich meine. Gesehen hat man es definitiv schon mal. Da gibt es einige. Ach, Supernaturals. Meine Fresse. So. Ja. Da auch zum Beispiel. Da waren sie als Rauchwolken unterwegs. So ein bisschen Qualmwölkchen. Voll, voll, voll. Genau. So, Futter sieht gut aus. Die Hühnchen, das sieht gut aus. Den Kühen geht's gut, aber da müssen wir ein Futter nachfüllen. Sonst wird's Bube. Da ist eine kleine Mann. Noch eine große Ladung Futter reinkippen. Und dann ist, ja. Oh.
Bam! So. Ja, ich habe viel bei Chips zu tun, aber ich habe mittlerweile alle Bäume zurückgesetzt. Alle. Ich habe keine Zähne mehr. Ich habe alles, was ich an Zähnen hatte, zurückgesetzt. Warum nicht? Habe ich wieder was zu spielen? Jetzt erstmal die anderen Bäume fertig gemacht, wie die Spanier zum Beispiel oder sowas. Ja, dann kriege ich aber keine Punkte. Ja, aber du brauchst ja dafür. Ne? Die Punkte haben wir die Forschungspunkte schon haben. Alle. Ja, genau, so viel wie möglich. Ich sehe, du hast es verstanden. 80.000 Stück. Keiner versteht dich so wie mich. Ich weiß, ich weiß. Aber ich bin einfach der Beste. Ich weiß nicht. Ich weiß, ich weiß. Gott ist das schön. Ich kann kurz im Strahl. Genau. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Futter für die Küchen, für die Mukus, Mukufutter. So, und wenn die Mukus genug Futter kriegen, dann machen wir Mukus-Feierabend. Befand. Da. Noch nein. Also noch nein. Schnitzel? Nein. Ein Schrottchen. Da. War das der Mottstall oder war das der, wo man die Tore aufmachen konnte? Kannst du mal noch machen? Oh, mein Mottchen. Oh, ich weiß nicht wo. Ich habe da immer keine Ahnung, wo ich rumdrücken muss. Na, die Tore macht man mit der linken Maustaste auf Links, das. genau. Ja. So, Holstein. Ich wüsste, was ich jetzt aufgemacht habe. Ach, die. Aber ja, am meisten gibt es ja so ein Knöpfchen irgendwo. Macht man hier diese Gittertore auf, die an der Seite dran sind. Ja. Vor allem im Abend, in der Nacht leuchten die sich schon rot. Und im Winter. Ja, es ist für die Tiere. Vor allem im Frühling. Muschibubulig, damit so richtig. Und so. Genau. Und lasst uns alle. Lasst uns frohe Rinder sein. Sieht ja eigentlich Warte. Stroh aus? Oh, Stroh ist okay. Es läuft. Perfekt. Feststellen sind drinnen. Kann man ja ausmachen, die Gerät. So, was sagst du zu der Kuh hier vorne? Die sieht doch schnucklig aus, oder? Friede? Komm, komm, wir feiern mal. Mich Piggy. Na. Ich hab's genau gehört. Da. Bist du mal wieder da oben die Waschaktion machen? Ja, was sieht alles aus, das Zeug? Ja, ich sehe, das ist dreckig wie Sau. Wieder. Wie habe ich die Fenty aus sauber gemacht? Das ist mega. Vorm Anfang, ja klar. Keine Sorge, der Johnny ist aus.
Hat er das Auto geklaut? Hat er ein Auto? Genau. Gut, nächste Mal abschieden wir uns heute. Dann tschüss raus. Nicht vergessen, und mal auf die Wörtchen kriegen, abonnieren, ein nettes Wörtchen da lassen. Wir freuen uns über Wörtchen, wir freuen uns über unnötige Wörtchen. Unnötige Wörtchen, genau. Wir sind nicht so einsam. Ja. So, ja, wenn es euch nicht gefallen hat, dann. Kommt ihr doch.